Jetzt tu er eh. Hallo! Yo! Wir sind hier die halbe Crew, wir sind zu Amazon, halbe Crew zu leisten. Mal von dem Pre-Intro kommen wahrscheinlich nur Scheiße, das kann man nicht, weil es nicht egal. Was laberst du? Ja, Halbe Crew, 10 Arten von WhatsApp-Usern. Ich würde sagen. Noch eine genickte Nachricht. Komm, wir müssen doch erstmal erklären, was hier abgeht. Okay, wir sind ein dummer Kanal, wir haben keine Ahnung, was wir machen, sind zu oft gegen die Wand gelaufen und machen jetzt 10 Arten von WhatsApp-Usern. Unser Skript ist zu klein und Henrik hat sich auf den Boden gelegt. Ich bin Robin, das ist Henrik. Jo! Wir machen den standardsten Kram auf der ganzen Welt. Genau, wir haben ein ganz neues Konzept entwickelt. Ganz neues. Habe ich doch nie auf YouTube gesehen. Ich auch nicht. 10 Arten-Videos. Das ist was vollkommen Neues. Komplett Neues. Ultra spannend. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist so. Oh mein Gott, und los geht's. Ja. Ja, zum ersten kommen wir zum Nichtleser. Das ist eine Person, die einfach nur die WhatsApp-Nachrichten bekommt, sie aber kein Mal oder einfach gar nicht liest. Also man weiß, dass die Person online ist, weil die vorher mit einem geschrieben hat. Dann ist die Person weg und antwortet nicht mehr. Ich würde sagen, dazu gibt es eine ziemlich gute Erklärung, was ziemlich einfach ist. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Der Analphabet, das sind diese dämlichen Menschen, die man überall findet. Das sind die Menschen, die einfach zu faul sind zu schreiben oder nicht schreiben können. Was daraus resultiert? Naja, was wohl? Sprachnotiz. Selbst einen ganzen Chatform mit Sprachnotizen, die dann 5 Minuten lang geht. Und wer hat schon Lust, sich die anzuhören? So Leute, jetzt kommen wir zu einer typischen Abfuck-Kategorie, und zwar der Spammer. Einfach der dümmste Mensch der Welt. Er schreibt dir Hi in 2 Chats, also H und I zum Beispiel. Es ist einfach, ich könnte ausrasten. Genau das meinte ich mir gerade von dir. Gut, gucken wir uns ein Beispiel an. Mann, will ich am ausrasten. Amen. Der Nicht-Antworter. Ja, wer kennt es nicht? Diese komischen, dummen, blöden Leute, die eine Nachricht lesen. Fertig. Und nicht antworten. Die lesen. Sie sind online. Man sieht, die sind online. Man schreibt dir eine Nachricht. Okay. Hi, hast du Zeit? Die lesen die Nachricht, blaue Häkchen. Nix. Dazu haben wir jetzt auch noch ein Beispiel. Ein gescheites. Wir sind jetzt bei der 5. Stelle angekommen, also Punkt Nummer 3. 3. Punkt Nummer 5. Und das ist ja Smiley-Typ. Das ist einfach eine Person, die jede Nachricht, egal was ist, einen Smiley schickt. Ganz extrem sind die Leute, die einfach nur lachende Smiley schicken und die behindert sind. So wie ich. Und deswegen packen wir da. Also, das war's. Okay, tschüss. Nee, jetzt ist es mal Punkt 6. Bis gleich. Nächster Punkt, der Texter. Das sind diese Menschen, die alle lieben. Das sind diese Typen oder Weiber, die einfach so
5 Kilometer lange WhatsApp-Nachrichten schreiben. Das sind quasi 5 Minuten lange Sprachmemos nur als Text. Die schreiben ganze Reden für ein Thema. Wenn die dich fragen wollen, ob man die Hausaufgaben hat, dann kommt so ein Text, der geht von hier bis nach Kanada. Deshalb buchst du nun wieder zurück. Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Leider meine Lieblingsbeispiel, und zwar die ältere Generation. Wie ich sie doch sehr geliebe, meine Mami, mein Papi, deine Omi, dein Opi. Meine Omi hat kein Handy, mein Opi auch nicht. Und falls sie WhatsApp haben oder sonstiges. Halt jetzt denn mal. Ich habe sogar das Handy genommen zu Demonstrationszwecken noch, obwohl gleich ein Beispiel kommt. Auf jeden Fall, diese Leute, sie tippen einfach wie die Behinderten. Okay, Leute, der alles zu ernst nehmer. Jeder ihn hasst. Ach ja, jeder hasst ihn. Ne? Das sind diese Leute, du schreibst so, keine Ahnung, bist auf WhatsApp und denkst, ihr seid Freunde und schreibst dann so, ey, du Spacko, was geht? Und der Typ, völlig am Ausrasten. Mann, du behinderte Missgeburt, was soll die Scheiße? Ich bin doch kein Spacko. Komm auf dein Leben, Klaus. Und nimm alles zu ernst, kündigen sofort die Freundschaft blockieren ein. Was soll die Scheiße? Viel Spaß mit dem Beispiel. Ey, wie, ich bin scheiße. Was denn, du nennst mich Spaß, die Hurensohn, Alter. Was los? Fick dich, Alter, ich geh den blockieren. Ja, Leute, ich hab wieder das Gay-Thema. Und zwar das Herzchen. Der oh! Füße. Ja, Leute, das Herz ist einfach nur geistig behindert. Und dann denke ich einfach nur so. Aha! Richtige Zwiebel! So, und zwar, das Herz ist einfach eine Person, die schreibt dir immer, egal was ist. Hi, Herzchen. Was geht, Herzchen? Ich komme darauf nicht klar, warum tut man das? Ich meine, wo ist denn das Problem, wenn man das bei dem festen Freund oder der festen Freundin macht, aber das ist ja kein Problem, das kann man gerne machen, das mache ich ja auch, aber wenn du jetzt so, keine Ahnung, wenn ich jetzt ihm schreiben würde. Weißt du, so, keine Ahnung, sie hat einen festen Freund und schreibt dann mit jedem anderen Menschen so 150 Herzchen. Das ist... Da denkt man nicht so... Ach oh nein, du Hurensohn! Kennt ihr das? Ihr habt einen WhatsApp-Kontakt, von dem ihr nichts mehr wisst. Er ist ganz unten in eurer Kontaktliste. Ihr habt einmal mit diesem Kontakt geschrieben. Irgendwie, keine Ahnung, so. Jo, was geht? Alles klar, und bei dir? Was laberst du? Ja, geht, ne? Und danach nie wieder. Und nach 10 Jahren schreibt euch dieser Kontakt einfach wieder an. Hey, was geht? Als wäre nichts gewesen. Als hättet ihr so durchgehend Kontakt. Ey, was geht? Jo, gestern voll Party, was los? Schon lustig, diese Menschen. Ja, wir würden uns gerne bedanken bei diesem tollen Produkt von BlackBerry. Dass wir 0 Euro dafür bekommen. Keine Werbung. Leute, ja, dann würde ich sagen, was auch, das? Auch ein Dankeschön an unser neues Crewmitglied, die Flasche, die die Kameraführung macht. Und eine Flasche. und unsere Flasche, die ist ja nett. Naja, wir sagen, tolle Flasche. Wir sehen uns im Bonusmaterial mit dem ganzen scheiß Fails, die wir hier gemacht haben. Die ihr jetzt alle nicht gesehen habt. Richtig. Tschüss. Ein paar schon. Tschüss, bis. Tschüss. Einfach. Einfach tschüss.